einem neuen Video. Heute geht es mal um meine Turniervorbereitung. Wir fahren ja Samstag aufs erste Turnier der Saison. Und da habe ich euch versprochen, euch mal mitzunehmen, was so die Tage davor bei uns passiert. Und ja, ich würde erstmal anfangen, was ich alles so vorbereite. Also Sattel putzen, Trense putzen, alles ein bisschen zusammensuchen und griffbereit machen. Damit ich dann Samstag in dieser Kälte wirklich noch alles greifen muss. Und einfach muss. Den Sattel putze ich dann natürlich Freitagabend auch nochmal. Und nicht jetzt heute. Also ich putze heute, aber ich putze den Freitagabend auch nochmal, damit der Samstag auch wirklich sauber ist. Und damit fangen wir auch einfach mal direkt an. Ne, hier oben hängt mein Dressursattel. Ich putze den jetzt auch einfach mal im Schrank, einfach weil er eine schöne Höhe hat. So. Das ist echt sehr praktisch, dass der hier so hängt. So, dann habe ich hier mein Lederpflegezeug in rosa natürlich. Von Efax Lederzauber und meinen alten Lappen. So, muss ich mal gerade gucken, wie das hier aufgeht. Und ob es nicht eingefroren ist. Ne, geht. Ja, ne, dann putze ich den Sattel einfach so ein bisschen über. Da, wo es besonders dreckig ist, gehe ich auch ein bisschen gründlicher rein. Also hier immer unter dem Lederding hier bei der Sturzfeder. Da muss ich immer ein bisschen gründlicher reingehen, weil da einfach Staub sich reinsetzt. Ne? Wenn man reitet, geht dann einfach der Staub rein, setzt sich da in die Lücke und da muss man da so ein bisschen ordentlicher putzen. Genauso wie hier hinten. Da muss man auch immer mit dem Finger so ein bisschen nachhelfen, um da wirklich in jede Nische zu kommen. So. Das Sattelblatt. Alles, was da drunter liegt, spare ich mir jetzt einfach, weil es so kalt ist. Und das sieht man ja eh nicht. Ne? Wir putzen ja jetzt gerade nur, weil es schön sein muss. Ich habe auch gerade die andere Seite geputzt. Das habe ich euch gerade nicht gezeigt. Ist ja nichts anderes als das, was ich ja eben schon mal gezeigt habe. Nachdem ich dann meinen Sattel geputzt habe, putze ich auch noch meine Trense einmal kurz über. Mit ein bisschen weniger Lederpflege. Und ich glaube, ich nehme zum Turnier mal diese hier mit. Mein Kling ist drüber. Also ein Schrank ist schon sehr praktisch, würde ich sagen. So. Gerade hier den Sperry muss ich immer ganz gründlich putzen, weil da einfach durch die Sabba so viel verkrustetes Zeug dranhängt, dass man gar nicht so mega gut abkriegt. Ja, und dann putze ich hier auch über den Nasenriemen nochmal drüber. So. Mit dem Glitzer ist das auch, finde ich, eigentlich ganz schön. Vor allem glitzert der dann in der Sonne noch viel mehr als jetzt hier drin. Und ja. Genau. Ne, dann putze ich meine Trense einfach ganz normal. Alles, was man eben so putzen kann. Und dann kommt die auch schon wieder weg. Total vergessen habe, ist mein Gurt. Ich habe ja so einen Ledergurt, das ist auch mega praktisch, weil ich den gleich auch einfach mit der Lederpflege abputzen kann, sauber machen kann und gleichzeitig auch noch pflegen kann. Und genau, das mache ich als nächstes. Ja. So, dann kann ich meinen Überzug gleich auf meinen Sattel machen. Das mache ich später. Ich mache erstmal weiter. Jetzt habe ich ja schon mal Sattel und Trense geputzt. Also das ist schon mal soweit fertig. Dann muss ich auf jeden Fall daran denken, meine weiße Schabracke am Samstag mit zum Turnier zu nehmen. Oder erstmal mit zum Stall. Und als nächstes lege ich schon mal meine Kopfnummern raus, weil sonst vergesse ich die nämlich auch. Erstmal muss ich sie finden. So, ich glaube, ja. Genau, was sind meine Kopfnummern? Ich habe so dreistellige Kopfnummern. Und ich weiß jetzt noch nicht, welche Kopfnummer wir haben werden. Deswegen kann ich sie noch nicht einstellen und an die Trense binden. Aber ich kann sie mir schon mal so rauslegen, dass ich es nicht vergesse. Deswegen lege ich sie mir hier auf meine Leckerlis. Da kommen sie auf jeden Fall nicht weg. Ich kann sie nicht vergessen. Kommen wir gar nicht drum herum. Genau, was braucht man noch? Ja, meine Stiefel, die habe ich hier unten in meiner Tasche. Und da packe ich jetzt auch schon meine Sporen mal dazu. So, ich glaube, das passt hier ganz gut rein. Die nehme ich mit nach Hause, um sie wirklich richtig gut sauber, sauber machen zu können, weil es einfach so kalt hier draußen ist, dass man einfach auch nicht mit Wasser arbeiten möchte. Außerdem trocknen sie zu Hause auch viel besser, deswegen kommen die auf jeden Fall heute mit nach Hause.
Und ich glaube, dann habe ich alles. Ich habe die Trense, ich habe den Sattel, ich habe den Gurt sauber gemacht, ich habe die Stiefel, die putze ich zu Hause, ich habe meine Sporen, die Gerte bleibt hier, ich habe meine Kopfnummern bereitgelegt. Meine weiße Schabracken muss ich von zu Hause mitnehmen, die werde ich mir die Tage auch nochmal am besten an die Tür legen, damit ich sie auch ja nicht vergessen kann. Und soweit ist aber alles soweit fertig. Ja. Ihr seht, so viel Turniervorbereitung mache ich gar nicht, weil einflechten tue ich dann tatsächlich erst Freitagabend. Normalerweise mache ich das sogar samstags morgens erst, also vor der Prüfung direkt, aber es ist einfach echt zu kalt, um jetzt morgens um 6 hier im Stall zu stehen und ein Pferd einzuflechten. Deswegen hoffe ich einfach, dass er das über Nacht ja, drin lässt und kein Zopf sich da irgendwie verselbstständigt. Genau. Und ansonsten, ihr wolltet ja auch gerne wissen, wie wir so die Tage vor dem Turnier reiterlich gestalten. Und da sieht es einfach so aus, dass ich, also ich habe Samstag die Prüfung, deswegen werde ich Freitag einfach so ein bisschen locker reiten, um ihn, also um ihm keine Muskelkater anzureiten oder ja, einfach um auch so ihn bei Laune zu halten, sage ich mal. Ich werde Donnerstag auf jeden Fall Dressur reiten, Freitag so ein bisschen locker was mit ihm machen und Samstag dann in die Prüfung reiten. Und ich denke, damit fahre ich auch eigentlich ganz gut. Ja, das ist eigentlich so immer der Plan. Im Sommer sieht das Ganze ein bisschen anders aus, einfach weil das Wetter da ja auch ganz anders ist. Aber jetzt im Winter fange ich ein bisschen früher an, das vorzubereiten und gebe ihm halt auch ein bisschen mehr Zeit im Voraus, um einfach bei Laune zu bleiben bei dem schlechten Wetter. Er geht halt eh nicht ganz so gerne im Winter in die Halle, hat einfach diesen allseits bekannten Hallenkoller. Kann ich auch verstehen, ich habe auch keinen Bock jetzt die nächsten 4 Wochen nur noch in der Halle rumzugurken und Dressur zu reiten. Deswegen gestalte ich das immer sehr ja, abwechslungsreich und spannend, würde ich sagen. Und deswegen gibt es Freitag eben auch nur ein lockeres Training bei uns. Genau, und dann würde ich erstmal sagen, danke fürs Reinschauen und wir sehen uns in der nächsten Woche. Ciao!